So, guten Abend. Ich möchte mich herzlich begrüßen an der Dienststundenvorführung von der Silent Dog Security. Wir werden euch ein bisschen zeigen, was man so mit diesen Hunden macht. Sowohl im Einsatz als auch trainingsmässig. Und ich kann euch versichern, ihr seid sicher dort, wo ihr seid. Ihr müsst also nicht wegsäckeln oder Angst haben. Ja, wir werden jetzt erstmal anfangen, euch zu zeigen, dass sie beide Malinois-Hunde, die sehr viel Trieb haben, die beide Diensthunden führen, der Felix Meissen und der Martin Scheider mit ihren Hunden, werden euch jetzt erstmal ein bisschen Spiel zeigen. Es ist wichtig, das Spiel. Der Malinois ist ein Hund, der über Trieb funktioniert. Das heisst, er macht alles für einen gewissen Gegenstand, für das Spiel mit dem Helfen. Das ist jetzt der Bruce, also Lukas Bruce. Das ist der Hund von Herrn Meissen. Er ist recht gross, aber ist dennoch erst 1,5 Jahre alt. Davor, beim Herrn Scheider, sieht man den Capo, ist auch ein Malinois, ist schon etwas älter, ist gut 5-jährig. Und auch der Herr Scheider arbeitet mit einem Motivationsprojekt und man sieht, der Hund, wie sein Schwanz wedelt, ein Speck für den Hund. Wir wollen euch das zeigen, weil das die Grundlage ist, worauf ein Hund wird aufgebaut. Oder was der Capo jetzt macht hier, ist ein kleines Auffordern, Spiel mit mir. Der Malinois ist sehr schnell, sehr intelligent und sehr arbeitsfreudig. Er will schaffen. Man sieht, dass ein Hund, wie jetzt der Malinois, also wie jetzt der Capo, ist schon ein bisschen weiter in der Ausbildung. Und das ist sehr wichtig, die Übungen, die man da auf Distanz macht, zeigt einfach die Führigkeit des Hundes. Weil ein Hund, der, das werden wir nachher sehen, so viel bringt, wie jetzt ist mit zwei, muss aber auch ganz klar geführt werden. Also die beiden Diensthundeführer werden sich jetzt langsam auf den Weg machen. Wir werden euch jetzt eine Übung zeigen. Das ist eine Übung, die wir übernommen haben von der Polizei. In dem Fall war das der Luzerner Polizei, wo wir das gesehen haben und wo sofort eingeleuchtet der Sinn dieser Übung. Push it! Push it! Warte! Rest! Die beiden Herren zeigen euch jetzt eine Gebäudesimulation. Man muss sich vorstellen, man wird langsam vorrücken an einem Gebäude, weil man nicht weiß, was da genau läuft. Auf diese Art und Weise. Kann man den Hund zurücklassen, man ist in den Rücken gesichert, man weiß, wo der Hund ist. Man kann langsam vorrücken
Und indem man den Hund abrührt, sofort und am Bein, hat man den Hund wieder bei sich und im Griff. Husch! Also so kann der Hundeführer sich im Prinzip auf seine Arbeit konzentrieren. Das ist ein Chef. Okay, die beiden Hundeführer sind parat. Es kommt jetzt der Herr Martin Rösti. Halt, stopp, lieber! Sicherheitsdienst! Ich schicke dir an! Hey, stopp, lieber! Alle Attack! Fahrt! Das seht da der Bruce, der ohne Zöger eingestiegen ist. Herr Meisen hat jetzt Herr Rösti gesagt, er soll da bleiben. Stopp bleiben! Er will in der Runde Polizei anrufen. Die hat nichts, bleib stehen! Schick raus! Ich kann euch versichern, das ist nie schneller als ein Mann. Das Und jetzt wird er nochmal die Polizei anrufen. Der Silent Dog Security tut sehr eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Wir wollen mit dieser Übung einfach zeigen, dass mit dem Hund man einfach einen sehr zuverlässigen Partner haben kann. Bedingung ist natürlich, dass der Hund sehr korrekt ausgebildet ist. Transport! Auch der Bruce macht, trotz dass er erst anderthalbjährig ist, einen wunderbaren Transport. Er ist voll aufmerksam. Jetzt hat er Herr Rösti einen Angriff gemacht auf Herrn Meissen und auch dort ist man immer langsamer als der Hund. Ich mache jetzt eine kurze Übung. Wir wollen euch zeigen, dass Bruce einfach gelernt hat, überall zu beißen. Oder das ist jetzt ein Armwechsel, wo wir dem sagen. Aus! Ihr seht auch, dass der Hund sehr schön trennt. Auch aus. Das kann ich euch versichern, ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Trainingssache. Aus! 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 Transport! Mach nochmal einen kurzen Transport. Wir wollen euch mal eine Flucht zeigen. Wir sagen immer Flucht, wenn der Herr Rösti immer wieder davon säckelt. So bleiben! Herr Meissen wird jetzt den Bruce kurz halten. So bleiben! Himmel nochmal! Stopp bleiben! Und er wird warten, bis Herr Rösti sich umkehrt. Attack! Jetzt seht ihr einen schönen Angriff von vorne. Ich kann euch versichern, das tut weh. Das tut schon mit dem Anzug, den Herr Rösti anhat, tut das weh. Und ja, es ist wie gesagt, ein Hund von diesem Kaliber, der Malinois von diesem Kaliber, muss einfach wirklich sehr seriös ausgebildet werden. Und jetzt wird nochmal Herr Martin Scheider kommen mit der Kapo. Er wird euch eine andere Übung zeigen. Und zwar, was ist, wenn man ein Gelände betritt oder ein Gebäude und man weiss, es ist jemand drin.
Aber man weiß nicht, wo er ist, man weiß nicht, wer das ist. Oder? Dann wird jetzt der Herr Scheider einen Kabel schicken mit dem Kommando Suche und Verbellen. Also er Rübig Suche und Verbellen. Sascha! Kabel braucht jetzt die Nase. Wir müssen ein bisschen suchen. Voilà. So, jetzt geht's. Kapo hat jetzt den Herr Oeschi verbellt. Er hat eigentlich nur gesagt, hier ist einer. Komm, Brüder! Hey! Das kleine Team da wird jetzt einen Transport machen, einfach an euch vorbei. Ihr müsst nicht Angst haben, es wird noch nichts passieren. Ich würde euch einfach fragen, ihr einfach den Hund führen nicht anlegen. Aber ich versichere euch, es passiert nichts. Der Kabel hat voll seine Aufmerksamkeit bei dieser verdächtigen Person. Damit wir euch das nochmal zeigen können, wie klar wir im Kopf sind, werden jetzt beide Hundeführer nochmal hier auf den Platz kommen mit euren Hunden an der Leine. Die beiden Hundeführer unter der Rösti kommen hier schön ins Licht. Und einfach zum zeigen, dass der Hund auch sehr wohl abschalten kann, wird jetzt der Rösti seine Jacke abziehen. Und wie er jetzt ist, einfach eine Hand geben. Man sieht, die Hunde sind zwar immer noch aufmerksam, aber sie können nicht einfach so beißen. Ja? Das wäre unsere Vorführung gewesen. Ich möchte nochmal Martin Rösti in der Mitte bedanken. Er ist derjenige, der die Hunde aufbildet. Herr Scheider für seinen Einsatz und der Herr Felix Meissen für seine super Arbeit in dem Bruce. Und ich möchte euch herzlich bedanken, dass ihr hier in Kälte und im Nebel zugeschaut habt. Und ich möchte euch auch einen herzlichen Applaus bitten für diese drei Herren.